Das ist C.W. Briggs, New Yorks größter Ermittler. Sie wird nicht taff genug für die Jagd nach Kriminellen. Ehrlich, wenn ich Sie ein bisschen verprügle, ändern Sie vielleicht Ihre Meinung. Ich könnte zurückschlagen. Das könnte doch lustig werden. Ich versetze mich in die Lage des Kriminellen. Ich denke wie er. Mr. McRuder hat mich eingestellt, um die Firma zu modernisieren. Und das werde ich tun. Miss Fitzgerald gehört jetzt zu unserer Firma. Wir müssen alle lernen, harmonisch zusammenzuarbeiten. Das Weib hat etwas an sich, das mir nicht geheuer ist. Sie hat eine ganz böse Ader. Sie sind der einzige Mensch, der mit so erbittertem Widerstand reagiert. Und wenn ich offen sein darf, Sie sind ein Dinosaurier. Und hast du ihr gezeigt, wer der Boss ist? Es fällt ihr ein, so mit mir zu reden? Sie hält sich einfach für schlauer, weil sie einen Magister von Radcliffe hat und ich nur einen von der Fahrschule. Sie wünschen sich doch eigentlich nichts anderes, als dass sie eine richtig schön flachlegt. Sie wüssten doch gar nicht, was unten oder oben ist. Na, in Ihrem Fall wäre das auch schwer zu erkennen. Und was jetzt folgt, nenne ich die Macht des Jadeskorpions. Wenn ich das Wort Konstantinopel sage, fallen Sie augenblicklich in die tiefste hypnotische Trance. Wenn ich das Wort Madagaskar sage, fallen Sie unmittelbar in die tiefste Ebene hypnotischen Schlafs. Ich erkläre Sie hiermit zu Mann und Frau. Er ist so ein seichter, röckejagender Egomane. Hallo? Madagaskar. Hey, sind Sie immer so außerhalb der Bürozeit? Hallo? Konstantinopel. Sie verschaffen sich die Juwelen. Alle Juwelen. Jemand ist dort eingedrungen. Schmuck im Wert von Millionen. Alles weg. Irgendwelche Spuren? Es war einer aus dem Haus. Gar keine Frage. Guten Morgen, Schätzchen. Nennen Sie mich nicht Schätzchen. Was ist hier los? Konstantinopel. Der gerissene Juwelendieb hat erneut zugeschlagen. Gewöhnlich bevorzuge ich attraktivere, athletischere, muskulösere Männer. Vielleicht mache ich noch ein paar Liegestütze, bevor Sie vorbeikommen. Sie wurmhaftes, kleines Frettchen! Madagaskar. Der wunderbarste Mann auf der ganzen Welt. Konstantinopel. Mein Gott, welch ein Gefühl der Macht. Ermitteln die etwa gegen mich? Das ganze Diebesgut war doch versteckt in Ihrem Schlafzimmer. Hast du irgendwelche Zeugen? Ja, mich! Du glaubst dir also mehr als mir? Ich frage mich, ob er sowas wie einen Nervenzusammenbruch hat. Das ist doch eine Verschwörung, um mich als Verrückten hinzustellen. Es gibt ein Wort für Menschen, die denken, dass sich die ganze Welt gegen sie verschworen hat. Ganz recht, aufmerksam.